So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT hier auf meinem Kanal. Abonniert gerne den Kanal, damit wir zusammen die 100.000 schaffen. Letztes Mal hatten wir ganze 2.000 Likes. 2001 ist das Ziel für heute. Mit dabei Detektiv Kutscher, Bart, hallo. Hefemann, Johnny, Turbo Tim und der Splatterman. Und wir werden heute natürlich die Ehren-Mindgames raushauen. Ist doch ganz klar. Auf Ehrenbasis, Bruder, auf deinen Nacken. So. Außer ich, weil ich bin dumm. Ja, ja, genau. Und was ich noch zeigen wollte, ich habe ein Spray, das ist ein koksender Polizist, ist auch ganz schön. Koksender Polizist? Also, ich finde das Video jetzt nicht so lustig, muss ich sagen. Ich bin Inno, ich bin Inno. Alter, das ist ein schönes Bild. Ich will hier in diesen Mülltonne rein, kann mir jemand helfen? So. Ich hab auch ein Bild mit Kalle auf. Kann ich vielleicht sprayen, das ist so buggy bei mir. Nein, das hat so einen Cooldown, weißt du? Oh, wie viel? Ich glaube so 20, 30 Sekunden oder so. Echt so viel? Ja, ja. Alter, ich schieß dich in deinem... Ich... In deinem... Du schießt wieder Geld. Alter, was machst du hier? Mexican Standoff hier. Du Arsch. Beauty on the beat. Kannst du uns bitte nicht immer Arsch nennen? Das finde ich voll unfreundlich. Ich kacke dein Gesicht. Oh, das ist so ein schönes Bild. Und dann Alter, das ist geil. Hallo, Hefemann. Kriegst du? Ja. Geile Wand, Alter. Ey, 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 ey. Oh mein Gott, ey, ey, ey. Alter, er hat einfach auf uns geballert. Warte. Er war Trader. Alter, als ob er. Nicht auf mich sehen. Als ob er so schlecht ist. Oh, Splatterman. Hallo. Das Ding ist, Turbo muss nur noch angefurzt werden und dann ist er weg. Ich habe halt 2 Minuten nichts passiert. Ich habe halt echt nicht mehr ganz so viel Leben. Warum ist hier so viel Blut? Ja, das Ding ist, Kutscher hat auf uns geschossen und dann haben wir Kutscher einfach zerberst. Ich nehme jetzt Kutscher und renn weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Mir ist das hier alles zu eng mit euch, bin ich ehrlich. Ja, ich auch. Jetzt kommt gleich wieder der Zug. Geh weg, hier. Ja, Johnny war denn schon auf den richtigen Moment für den. Hört auf, mir hinterher zu rennen. Ich hab den heiligen Detektiv Kutscher. Wollen wir nicht einfach komplett durch die Löcher? Ich knall euch um. Einfach alle Magazine drauf. Komm, lass sie mal hier an die Wand und wir knallen richtig ab. Nein, warte. Jo, richtig Hackfleisch draus machen. Da sehe ich uns. Schieß mal in die Luft. Willkommen im Casino. Mach den Kalt! Schwimm, Kutscher, schwimm! Ich nehm mal, Alter, 50 Euro. Guck mal, der zappelt noch! Alter, das leckt schon wieder so, ne? Guck mal, mit seinen Armen! Was ist mit ihm los? Es gibt einen Trader-Test auf der Map, oder? Ja, also nochmal für die Zuschauer auch, das leckt hier diese Woche ein bisschen auf dem Server. Aber der Kutscher kümmert sich drum. Alter, guck dir das mal an, ja. Der hat ein bisschen viel gesoffen. Oh, lol. Lol. Was? Hä? Geile Runde. War Johnny, ne? Ja. Alter, ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Ich wollte einfach mal raufschießen. Einfach mal losgeballert, ne? Kennt ihr das, wenn es im linken Finger zuckt, einfach so? Ja, weil Johnny's Lache, dachte ich. Manchmal denkt man so, geil, die kann ich jetzt alle wegmachen. Dann wirst du aber instant getötet. Warte mal, Ausweis. Hallo! Ihr seid ja alle nicht 21! Doch, 25. Lass mal kurz ausreden, bitte. Es war ziemlich obvious, dass es Johnny ist. Wer soll ausgeredet haben? Tim und Kalle waren beide low von Kutschers Fight. Plus Vlesk, Bart und ich waren zusammen. Ihr wart halt Inno. Ja. Genau, ja. So ist es. Gut, dann wollen wir mal eine Runde Blackjack spielen? Diesmal sind es Kalle und Hefemann. Ja. Weil wir sind Inno halt, ne? Hey, wir spielen russisches Roulette. Ich bin klar. Okay. Ich hab's in Johnnys Lache so ein bisschen gehört. Alles klar, oh, wunderbar. Na, okay. Warte mal. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es auch an Johnnys Lache gehört habt. Nee, was haben wir an Johnnys Lache gehört? Tonlage. Dass er Traitor war. Immer Tonlage. Ja, das ist schwer zu lügen, wenn man das weiß. Für mich nicht. Ehrliche Haut. Ich nicht. So, Männer, ich gehe jetzt all in. Ich glaube, Tim, wo bist du denn? Ich bin doch auch hier. So, ich finde, die Folge sollte im Glanze der Ehre erstrahlen. Ich bin ja in diesem krassen Win. Ich erwarte von jedem Traitor die exklusivsten Mindgames. Lass jetzt erzähl doch mal. Exklusiv. Wie, Das sind Traitor-Tester, Jungs. Erzähl doch mal, wie ist denn diese Story abgelaufen, wo so dein Vornamen nicht kannte? Bei mir ist wer? Bei mir ist Kutscher. Ja, das fand ich auch interessant. Ihm im Streamchat geschrieben und meinte, hey, Nico Linke. Und er meinte, hey. Und dann ist ihm nicht eingefallen, wie ich meinen Vornamen habe. Wow. Oh Mann, Chris Scheizeneder, Alter. Und am Ende hat er mich Christopher genannt. Was für ein Ehrenloser. Was für eine Ehre. Solche Bilder würde ich 6 Jahre. Solche Bilder würde ich mir auch gerne reinhängen. Ich glaube, das sind Traitor-Tester. Ich glaube, so ein Bild hole ich mir für meine Wohnung. Seit 6 fucking Jahren. Mein Beileid. Traitor-Tester? Ja, guck mal, Spider-Man war auch grün. Ja. Hier, Johnny ist auch grün. Wie? Hä? Alter, hört auf den Traitor-Tester. Ist ein grünes Licht? Kalle ist auch grün.
Wie? Das ist immer grünes Licht. Das heißt, bei uns. Warte mal, wir sind noch 6. Das sind, da sind es ja die anderen beiden. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein sicherer Traitor-Tester ist. Wir sind 7, by the way. Aber gut. Benutzen wir das? Wir sind doch 7. Wir sind gar nicht 6, ne? Kann ich hier so eine Machete nehmen? Sag mal, Philipp, was machst du hier? Ich will das hier richtig ausrichten. Das ist nicht richtig. Oh, warte, ich komme auch. Triggert mich. Flip. Hier sind noch überall so Löcher, ey. Aua, Fallschaden. Kriegt man da Fall damit spart? Du bist ja voll der Profi. Ja, wenn du rausspringst auf die Lampen nicht, aber ja, wenn du runterspringst, oh, Flip. Ja. Ich habe eine künstlerische Ader. Das ist viel schwer. Also das leckt halt die ganze Zeit. Man kann, ich kann doch jetzt so auch nichts dran ändern, tut mir leid. Ich kann mich manchmal gar nicht richtig bewegen. Ah! Jonah ist hört. Jonah Schmidt. Ja, von Anfang an hört gewesen. Beide ich hab's ja geschafft, lässt sich perfekt auf. Stimmnagel! Stimmnagel! Das Gemälde gefällt mir. Stimmnagel. Oh Gott, Tim. Das Gemälde gefällt mir. Okay, Tim ist kein Trader, der hat nicht auf mich geschossen. Ja, es ist schon wieder mega lange. Er ist bestimmt wieder Splatterman-Trader. Ah. Bestimmt ist wieder Splatterman-Trader. Ja. Wahrscheinlich. Ehre. Okay, also. Ich bin ein Schatz. Achso, du hast dein Bild drauf gespielt. Ich bin ein Schatz. Johnny schießt auf mich! Hilfe, Mann! Johnny. Nee. Oh, da bin ich. Splatterman schießt auf Johnny! Hey, 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 hey! Was? Aha! Was war das für eine Runde? Das war richtig scheiße. Ich hab hier exklusive Mindgames gefordert, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob ich jemanden schießen gesehen hab, draufgeschossen, my bad. So, nächste Runde, neues Glück. Ich aber glaube, es, also das mit dem Lex, das müssen wir in den Griff kriegen. Ne? Ja, ich Johnny, weiß. Johnny, hast du mich in-game auch gar nicht gehört? Doch. Vielleicht hast du ignoriert. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich soll dich abschießen. Vielleicht leuchtet das Licht gar nicht mit dem Traitor-Tester. Ja, ist so auch Minigame. Kann man in die Mülltonne rein? Okay, jetzt geht's wieder. Ich hab mich am Anfang immer erst ein paar Sekunden. Ist das dein Ernst auf deiner letzten Folge, du kleiner Hallo? Spatenkobold? Alles im Chat vorgespielt. Mein ganzen Plan. Okay, okay. Dummkopf. Ehre. Nee, ist okay. Hört mal deine Tonlage, ne? Komm her. Lass mal ein bisschen über Tonlage reden. Mann, gib mir die Hilfe. Für mein Leben, Ehre. Komm her. Hey, Johnny, sei doch nicht so. Er hat mich im Discord gerade angeschrieben. Das regt mich richtig auf. Hallo, hört auf. Hallo, erstmal. Philipp ist bei mir. Weiß gar nicht, wie so. Lass mal, wie ist denn so die Tonlage heute? Saufen! Shit, morgens, Mittags, Abends. Ich muss mir laufen. Deine Mutter will ich kaufen. Ja, ziemlich teuer. Ja. Ja, hier ist auch noch ein anderer Dude, dessen Namen ich gerade nicht gesehen habe. Er heißt Splatterman. Okay, Tim, wollen wir testen, ob er jetzt hört euch wieder. Was seid ihr denn alle? Warte mal, ich bekomme gerade das Angebot von der Bank rein. 523 Euro, Deal or No Deal. Guck mal, No Deal, No Deal. What? Alter, ich finde euch nicht. Das war ich nicht. Alter, wieso schießt ihr aufeinander? Okay, hallo? Das war ich nicht. Stopp. Ja, okay, stopp. Das war ich nicht, Johnny, Alter. Hört ihr mir zu? Bart ist es. Es ist durch den Rifle. Es war eine Rifle. Kutsch hatte keinen Rifle. Nicht. Ich hatte hier so eine... Hier oben. Leute, ganz kurz. Beruhigt euch. Ja, ganz kurz. Ich bin's nicht. Nee, Bart ist es. Alter. Nein, ich bin's nicht. Jetzt ist wieder gerade jemand gestorben. Entweder Johnny oder Kutschi. Leute, ich bin's nicht, okay? Okay, Johnny, was in der links, also Kutschi. Das ist jetzt natürlich eine ganz heikle Nummer mit dir, ne? Jede Runde hier. Aber ich würde sagen, Ehre für Kutschi, wenn das jetzt ein Mindgame war. Da kriegst du einen Ehrenpunkt. Vielleicht ein Reflex. Ja. Krasse Reflexe, Bruder. Hast du aber lange gebraucht, um zu sagen, ups, Entschuldigung. Ja, warte, tut mir leid. Im ersten Teil meiner. Okay, also es war wieder Kutschi, oder? Du hattest recht, Lesk. Einfach Trader. Und dann ist es Kutschi noch. Kutschi. Oh Mann, oh. Ja. Mensch. Aber Kutschi kriegt einen Ehrenpunkt. Das könnt ihr in den Kommentaren nochmal festhalten. Danke. Erste Mindgame in dieser Runde. Du warst wirklich nicht Kutscher, oder? Ich war's wirklich nicht, nee. War ein bisschen bitter, dass ich auch Trader bin und nicht. Bart war's, aber Bart hat doch gesagt, das war ein Reflex. Ja, war's ja auch. Boah, ich kann mich schon wieder nicht bewegen, Alter. Es ist so anstrengend. Was anstrengend? Ich kann mich am Anfang immer nicht bewegen. Mann. Ja, ich auch nicht. Aber dann habe ich laufen gelernt und dann ging's. Aber dann habe ich laufen kennengelernt. Ich habe gerade so mit dem neuen Medikament einfach laufen zu können. Auch sie inzwischen gehen. Oh, belaufen. Mit den neuen 2-1 Rollschuhen. Alter, warum springst du hier runter, Tim? Bist du verrückt? Holy moly, Alter. Ey! Oder hat jemand da jemand. Ja. Hier wird schon wieder rumgeballert. Hier klebt schon Leute, die laufen gehen, die verwechseln das L wohl mit dem S. So, wieso ist der jetzt gestorben? Es war doch wieder ein Tor. Ah, nein, warum?
LOL! Alter, wolltest du auch Solid Snake machen oder was? Oh, abbart! Das war ja komplett sinnlos. Snake, also ein Minus Ehrenpunkt für Splatterman. Wer ist nicht hier? Wer ist nicht hier? Was ist das denn? Ach, kann man da rein oder was? Johnny, was wolltest du sagen? Nee, ich will ja gar nichts mehr sagen, weil sonst kommt wieder. Stimmlage! Ich hab meine Shotgun reingeworfen. Johnny, aber du hast halt eine richtige Stimme. Ich hab meine Shotgun da reingeworfen, jetzt ist sie weg. Du kannst echt gar nichts sagen. Das ist natürlich sehr belastend. Weil du bist. Lass mich doch in Ruhe. Den Koffer auch reingeworfen, das verschwindet alles. Ich glaube, es kommt nach unten in den Tresorraum oder so. Warte mal, ich geh mal gucken. Warte mal, ich geh mal gucken und dann geh ich in den Trader Shop und hol mir was Geiles. Ich glaube, er macht das wirklich, Alter. Ja. Du, du lebst. Ich bin bei Jona. Hey, du kannst doch nicht mich jedes Mal finden, wenn ich weglaufe. Wir begeben uns heute auf die Suche nach den verschwundenen Gegenständen. Wo zur Hölle sind sie gelandet? Das versuchen wir herauszufinden. Alter Bart, was laberst du? Was hast du? Hast du wieder deine Tabletten nicht genommen, Alter? Splatterman's Leiche. Splatterman ist Traitor gewesen. Warum ist hier so viel Blut, Alter? Junge, was ist hier los? Bart, bist du im Tresorraum und bist Traitor? Nee, ich bin gerade im Bad. Bist du trotzdem Traitor? Philipp, du bist so auffällig. Nein. Gewesen. Was bin ich? Philipp, auffällig bist du gewesen gerade. Bart hat eine Siegel gehört. Schieß mal in die Luft. Was ist hier passiert? Bing, bing, ja, bing, 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 weil ich hier um die Ecke komme und da immer so viel Blut ist. Einer fehlt hier doch. Ja, Splatterman, der ist noch mehr. Nein, 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 nein. Turbo Tim ist schon tot. Wo warst du denn am Anfang des Games? Okay, ich war mit Bart bei dem mysteriösen Schacht. Der mysteriöse Schacht. Mein Fleiß hat schon mal nicht so. Genau, führt der hin. Und wer hat ihn erbaut? Wo ist Bart denn schon wieder? Das ist mehr in der nächsten Folge von Galileo Mystery. Versau mir nicht meine Aufnahme jetzt, ihr Alter! Sorry. Ja, ich bin gerade im Schacht. Ich bin gerade im mysteriösen Schacht. Bist du? Ich meine, es gibt ja einen Schacht. Super, Johnny, super. Danke. Ich kann so, ja, wir haben ja schon den Haste-Mode aktiviert. Was soll uns dieses Bild eigentlich Mode sagen, warte mal. Blinkt das bei dir, Kalle? Nein. Ah, Mann, ich muss mein Trouble in Terrorist Town mal neu starten. Ja, das ist aber Traitor und wir müssen die Runde vorbei. Ich bin Inno. Ja, irgendjemand hat da gerade geschossen, der ist ja, nicht so Inno. Ja, das war ich, weil ich kann nicht schießen, aber ich sehe nicht. Der ist nicht so Inno, muss ich sagen. Wie sind denn jetzt Christo und Tim gestorben? Ich hab das nicht mitbekommen. Das ist generell eine gute Frage. Also, interessiert da doch einfach so niemanden, dass einfach akzeptiert, dass sie tot sind. Also Christo ist gestorben, weil wir den getötet Alter, haben. Das hab ich ja gesehen. Es ist Philipp. Mach Philipp einfach weg. Junge, ich bin es nicht. Ihr werdet es komplett bereuen, wenn ihr mich jetzt schon mal. Also ich hab am Anfang 5 Minuten erklärt, wieso ich Christo weggemacht ja, habe. Ja, und ich hab den scheiß Schacht untersucht, Alter. Ja, ja. Den ein Traitor halt machen würde, ne? Blöder. Sag doch Bart, ich war die ganze Zeit bei ihm. Am Anfang schon. Also da muss ich sagen, hat er recht. Am Ende. So, und einer von uns muss ja Inno sein. Ich weiß nicht, wer Traitor ist, aber Philipp, der gibt mir. Also ich vertraue jetzt einfach Kutschi. Danke, Bart. Everyone has joined the game. Aha. Ja, ich musste reconnecten. Tut mir leid. Musstest ich glaub, du. Was ich gerade mache, ist ein bisschen. Es leckt schon wieder. Ich kann mich schon wieder gar nicht so wirklich bewegen. Alles für die Aufnahme. Alles für Kalle. Alles für den Dacko. Alles für den Club. Unser Leben für den Hund. Hund! Ich jetzt einen Goldbarren. Wer ist denn hier draußen? Wo ist doch kalt draußen. Kurze Frage, wo ist die Leiche von Christo hin? Die war unsichtbar. Die Leiche, ah ja. Passiert ja öfter. Also entweder es ist Kalle oder es ist Johnny. Nee, es ist Bart, weil der hier die ganze Zeit rumsingt wie so ein Vogel. Kutscher ist, weil Kutscher ist halt einfach nur innozent. Ist so. Ineffizient. Kann ich auf den Flügel springen? Das auch. Aua. Man kriegt Schaden. Gesagt, inkonsequent. Ohne Schaden zu kriegen. Wie lange geht jetzt diese Overtime? Weiß ich nicht. Können wir den Trader noch unten links gucken? Vielleicht hat einer es nicht mitbekommen, dass er Trader ist. Hä? Warte mal. Also Christo lebt auf jeden Fall wieder jetzt, ne? Das ist, Hallo! Christo! Ja, was los? Christo hat Kutscher getötet. Okay, dann ist... Kutscher? Warte mal. Sorry, ich dachte, du bist nicht. Zu mir. Aber der kann auch... Wait a second. Who are you? I'm your worst nightmare. Oh, he's back alive. I'm so alive. I'm so excited. And I just can't hide it. I don't want to lose control, but I think I like it. Es tut mir echt leid, Kalle, dass beide noch leben. Ja, ich werde gleich sterben, keine Sorge. Okay. Ja, aber nur, wenn ich herausfinde, wo du bist. Das wird schwer, weil ich bin gerade unterwegs. Ich kann auch Johnny suchen. Dann knall ich den weg.
Den alten Knattermann. Kalle. Mysteriös. Mysteriöse. Hört sich an wie Öse, damit angelt man oder so. Puh, also würde ich gerne beide töten. Das scheint mir schon relativ wichtig. Ein Weg von Leichen, der an ein ganz besonderes Ziel führt. Johnny, wo bist du? Zwei Traitoren. Ja, die Problematik ist... Oh mein! LOL! Habt ihr euch gegenseitig getötet? Ich hab bei Johnny einfach eine Stimmlage gehört, des Traitors. Natürlich. Ja, merkst du. Johnny war Traitor? Wow! Okay, das hab ich nicht gerallt. Wow! Ich dachte, Johnny, es wäre Bart. Wenn Johnnys Stimme so extrem danach ruhig klingt, ne? Dass er super nett ist und so, weißt du? Und hi, mein Name ist Johnny. In dieser Folge habe ich gelernt, dass man mit einer Öse also angeln kann. Danke, Bart. Also man angelt nicht mit der Öse. Okay, ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Digga, das ist einfach nur ein Ring. Okay, ein Metallring. Der hohl ihn, also, ne? Das ist ja alles legit. Nein. Ich hab übrigens die ganze Zeit versucht, Spider-Man wieder zu beleben. War schon so halb durch. Da kommst du in die Ecke. Angel. Wie sind die eigentlich gestorben? Ja, gut, die brauchst du halt zum Befestigen von Tau und sowas. Jetzt hör doch mal auf, das ist Seepa. Nee, es bleibt die Angelöse. Also, vom Tau. Du brauchst mich zu befestigen vom Tau. Ach nein, so. Mann, jetzt verstehe ich. Bei dir taut zum Gehirn, Alter, da taut. Junge, damit kann man den zu ausrasten. Kann man den Berufgerücken. Nee, also diese intellektuellen Gespräche, die tun mir nicht gut. Was ist das für ein Schacht, John? Wie stehe ich denn jetzt da, Tim? Kann man nicht in der Heuangel gehen, Alter? Komm hier, geh auf mich. Alter. Nee, Kutscher, du hast gezielt. Was möchtest du gerade von mir? Ich dachte, wir versuchen da in den Schacht reinzukommen. Ja, wie denn? Achso, der hat gar keine Öffnung. Da brauchst du eine Öse, die hat eine Öffnung. Ja gut, okay. Aber der Turbo-Tim hat noch nicht geschossen, das heißt, er könnte kein Trader sein. Ich bin komplett Trader, Kalle. Ich bin die Luft schießt. Ich bin so Trader. Ja, dann töte mich, komm. Ich bin so Trader. Willst du mir einen lutschen? Ich. Warte mal. Oh ja, komm. Party Bart. Oh, hast du da eine Öse in deiner Hose? Oh Gott. Ehre. Öse. Voll lustig. Öse. Geil. Aber geil. Gibt übrigens auch einen Ehrenpunkt für Johnny. Da hat er ihn gut durchgezogen. Lass mich hier durch, Bart. Hey, lass mich. Nein, Hefe, mal nein. Ein Kunstwerk. Hey, Tim, was machst du denn da schon wieder? Ich mache ja Flaschen kaputt. Warum? Weil die scheiße sind. Warte mal, Leute. Super Mindgame, Alter. Ja, lass mal. Ja, wieso? Okay. Ja, wollen wir mal checken. Tim läuft gegen den Wand gegen. Na, du Öse. Mach mich nicht fertig, Junge. Oh Gott. Kann jemand die Uhr von euch lesen? Ich kann die nicht lesen. Bin auch zu dumm. Ah! Okay, Bart ist tot. Der hat ganz, ganz schlimm Durchfall auf einmal bekommen. Kutscher, wo lang laufen wir eigentlich? Ich weiß es nicht, Alter. Seit Tagen bist du hinter mir. Oh, hier war Bart auf jeden Fall irgendwo. Hä? Ach so. Na gut. Dann lass ihn suchen. Er ist garantiert tot. Mülleimer? Oh, Shotgun, cool. Das ist gar nicht so cool. Ja. Bart hat gerade gelacht, oder? Ja, sind wir dir. Hi. Hey! Ja, okay. Hey. Gut. Okay, ja. Ja, gut. Ja. Gut, du wusstest, dass das jetzt passieren muss, Johnny. Das ist ja schon klar, ne? Also. Oh, hier ist dieser Schacht. Cool. Ja, wer lebt denn jetzt noch? Ich bin leider Inno. Was kann ich jetzt hier machen? Mikrofon muted. Warum immer sich jetzt Flask versteckt, er ist Traitor. Oh. Ehre. Mikrofon activated. Er ist hier drinne. Bin ich nicht. Oh Mann, oh Alter, wir sind beide so scheiße. Er steht im Klo und ich sehe einfach eure Füße unten durchgucken. Ja, Mann, wir wollten was machen zusammen. Ja, ihr wolltet schön einen blowen, so. Das hab ich gesehen. Ich hab halt nichts verstanden. Scheiß Klo, ne? Hier auf, ey. Hier liegt das mit Kalle drin.
Der hat mich mal einfach nur wirklich. Voll lustig. Versteckt sich Tim da immer in der Ecke. Ey, ich kann mich wirklich am Anfang jede Runde nicht bewegen, das ist unfassbar. Das ist so übel eskaliert, Alter. Oh, vor allem aber ich hab halt überhaupt nicht verstanden, was du wolltest. Bei mir steht einfach Haste Mode Overtime, obwohl die Runde auch so. Ey, wir suchen jetzt mal nach Bart. Hier, Mülleimer ist doch nicht du. Bei mir steht auch Haste Mode. Aber ja, wird schon. Bei mir steht Haste Mode. Ihr wart halt so nah an mir dran, Johnny und Kutscher, ne? Ihr hättet mich halt fast gefunden. Bei mir steht Major Laser. Aber dann hatten Kutscher und ich halt das Treffen mit Tim und danach war klar, was passieren muss, aber... Vor allem diese kurze Stille so zwischen uns. Vor allem, ich habe halt auch gedrückt, ne? Also, ich weiß mir schon klar. Das war schon... Da gibt's ja keine zwei Optionen. Interessante. Also gut, ich weiß, ich fühle mich gerade wie Rocky, wenn ich mit so einer Mac 10 in so einen Casino-Raum bringe. Ich fühle mich gerade wie Rocky, die von Pokémon. Was von Rocky, Alter, was laber ich? Wabala, wabala, wab, Rocky? Wie die Angelöse. Angelöse, ja. Jetzt hör doch mal auf, Mann. Ich bin übrigens in meiner Aufnahme nicht einmal Traitor, das ist natürlich Das ist so einmal in Regel, ne? Ich bin auch nicht Traitor, Mann. Ich war in deiner Aufnahme auch nicht Traitor. Hä, aber Kalle in der Runde bist du doch Traitor. Hä? In der Runde bist du doch Kalle, Traitor. Alter, ich bin keine Waffe. Hä, wo... Nein. Doch, du bist mein Traitor-Kollege. Oh Gott, Kalle, Alter, das war... War nicht Mo-Green. Also wenn ihr mich jetzt einfach töte, dann ist es eine richtige Scheißaufnahme. Ich sag's, wie es ist. Dann wird die töten? Hat er den Kalle gerade auf? Ich glaub, Kalle nimmt auf, ja. Boah, ich nehm auf, Alter. So lustig zu töten. Lass dich mal ein bisschen rum. Nee, mach mal nicht, bitte. Traitor. Nicht schon wieder. Okay. Ein paar Minuten. Du tötest mich immer random. Was? Leute, diesen Leichen? Oh. Alle, pass auf, das könnte ein Bart ist bei mir. Das ist die beste Aufnahme, Kalle, weil du auf der Toilette bist. Klick du drauf, Armin. Ja, okay, jeder ein. Jeder okay. Bart, gut, Kalle. Bart. Alter, nur weil ihr mich seht, bin ich nicht gleich Traitor, Alter. Ja, ich sag doch trotzdem nur deinen Namen. Ja, du bist es wahrscheinlich wieder, oder der Hilfemann. Dann geht ihr gleich wieder auf Klo und dann. Kalle alleine bleiben. Ja. Okay, warum? Ist hier wer auf der Toilette? Schieß mal in die Luft. Es bringt doch gar nichts, wenn Karl und ich zusammenbleiben. Wir sind doch Traitor. Warte mal. Hä? Ich bin nicht Traitor. Warte mal, wir sind doch Traitor. Du bist Traitor? Das ist ja voll schade, Kalle. Warte, du bist Traitor, oder was? Nein, ich bin nicht Traitor. Wir sind Traitor. Bei mir ist Hefemann. Das ist immer eine gemeinsame Aktion. Nee, also bist du Traitor? Hast du gerade dich selber als Traitor confirmed? Ja. Dann Kalle schießt auf mich. Kalle. Ja, weil er gesagt hat, er ist Traitor. Ist er nicht gewesen. Ah, du bist. Oh, das war. Das war der falsche. Ja, well played. Oh, warte mal. Wo bist du denn hin? Scheiße. Hallo, einfach. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Also, Bart ist Traitor. Hefemann ist tot. Oh, Alter, was liegt hier denn? Hast du Hefemann getötet? Aber du bist Alter, doch. Alter, Kalle, wir sind zusammen Traitor. Okay. Okay. Dann mach ich jetzt Bart und Kalle weg. Scheiße. Mir egal. Kalle, lass jetzt Splatterman töten. Dann haben wir die Runde, glaube ich, sogar schon gewonnen. Weil, guck mal, es redet niemand mehr. Es müssen du und ich sein. Sind alle tot? Kalle. Oh mein. Ja, keine Ahnung. Hey, Tim ist hier. Der eine Schrottflinte. Kannst mich nicht verarschen. Ich weiß, dass ihr beide es wart. Du und Bart. Okay. Ich geh jetzt in den Keller. Hey, ich versteck mich hier. Du hast dich als Tim ausgegeben. Ich weiß es. Was? Tim wäre nicht so schlau. Also nichts gegen dich, Tim. Liebe dich. Aber. Wäre nicht so schlau? Dass er Leute tötet oder nein, was? Du hast dich disguise. Alles gut. Kannst ruhig herkommen. Ich ficke dich. Okay. Mit Shampoo. Ich bleib weg. Gut, du musst mich ja töten. Hä, muss ich gar nicht? Ich werde hier noch zum Hero, der Innocence. Und da will ich aber gleich Applaus hören. Eigentlich nur eine bessere Waffe, Alter. Eine Pistole ist nicht so geil. Hoppala. Doppelklang. Sagst du mir eben, wie lange die Overtime noch geht? Noch ungefähr 3 Minuten, glaube ich. Weißt du, dass ich mal Counter-Strike in der ESL gespielt habe, ne? Ja, ja. Hast du auch gewonnen, oder? Darüber reden wir nicht! Das war mehr so der AWP-Main, muss ich ehrlich zugestehen. Scheiße. Well played. Ich war schon so ready zum Applaudieren, ne? Ja, ich wollte auch richtig krass sein. Naja, das war's mit einer weiteren Folge TTT, meine Damen und Herren. Abonniert alle Kanäle, die in der Beschreibung sind, vor allem meinen, weil ich will 100.000 Abonnenten haben. Ihr versteht ja, wie ich meine. So, nächste Runde gibt's bei...
Mir, hi. Bei Splatter, Chris. So, tschüss.